Leute, ich bin Nils, neben mir ist der Lukas. Wir fahren hier gerade nach Viersen zur WM in Zweikampf. Tut mir leid, dass ich gestern nicht gefilmt habe. Ich kam halt einigermaßen spät an. Dann waren wir noch eine Currywurst essen im Ruhrgebiet, waren Billard spielen beim BC Elfenbein Höntrop, fahren hier gerade über die Autobahn nach Viersen und ich halte euch auf dem Laufenden, ich vlogge die ganze Zeit. Ab und zu werdet ihr auch noch einen Lukas sehen. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie jetzt vielleicht noch stellen, je nachdem, wann das Video online kommt. Und ich werde vloggen. Ihr werdet ein bisschen von meinem Lifestyle in Viersen sehen. Und wir haben noch so ein, zwei Überraschungen für euch. Seid gespannt. Also, hi Leute, Lukas filmt für euch mit. Die Eröffnung findet gerade immer statt. Ich habe gerade von jedem Spieler die Unterschriften abgeholt und gerade eben versuche ich irgendwie auf die Tribüne zu kommen, von oben, aber ich finde sie leider nicht. Da ist der Lukas gerade eben auch und filmt für euch mit, wie gesagt, und mal schauen. Wir sagen, endlich dürfen wir wieder, endlich können wir wieder spielen. Herzlich willkommen in Viersen. Wir begrüßen herzlich Peter Kollmanns und Emmy Merz. Kolumbien. Herzlich willkommen den 12. der Weltrangliste, Jorge Catano, Pedro González. Der Gastgeber, Team Germany, im Moment die Nummer 6 der Weltrangliste, Deutschland. Hier kommt das Team mit Martin Haub und Ronny Lindemann.
Ist okay. Nee. Bitte. Du hast nicht abgedrückt. Alles klar. Nein. Hier ist okay.
Hi Leute, neben mir steht hier gerade der Ronny. Wie ihr gesehen habt, hatte er ein sehr spannendes Match, oder? Ja, war zu spannend. Ich hätte es gerne anders gehabt, dass mein Gegner am Ende dann nochmal die 7er Serie findet, wo er bis dahin nicht so wirklich gut gespielt hat. Das tat ein bisschen weh. Jetzt bin ich nochmal gerade so von der Schippe gesprungen und durfte die Partie noch gewinnen. Er lässt noch den Nachstoß aus. Das konnten wir letztendlich gut gebrauchen. Ne? Sonst wäre das Turnier ein bisschen schwieriger gelaufen, glaube ich. Okay, was war deine Eindrücke, wo er die 7er Serie geschossen hat? Ja, was war mein Eindruck? Er hat auch mal ein bisschen Laufglück da gehabt, was er vorher vielleicht nicht gehabt hatte. Und das dreht sich in der Partie in der Regel eigentlich immer ein zwei Mal. Ich habe gehofft, dass ich noch eine Chance kriege. Habe sogar noch mehrere Chancen gekriegt. Konnte die ersten nicht verwenden. Ja, was soll ich sagen? Bin froh, dass ich die Partie gewinnen durfte, dass er den Nachstoß nicht noch macht. Und ja. Ja, die Partie war ja immer so ein kleines Rauf und Rapp. Mal war weg, mal war da. Ja. Das ging ja so richtig zügig bei euch. Ja, also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich auf den Tisch einzustellen. Das ist immer schwierig in der ersten Partie auf neuem Tuch, neue Bälle. Da verändert sich der Tisch schon in der Partie extrem. Von sehr lang zu relativ kurz teilweise. Und ja, da muss man sich erstmal drauf einstellen. Meine Stärke ist normalerweise das Serienspiel und das habe ich heute nicht hingekriegt oder in der Partie noch nicht hingekriegt. Ich glaube, die Höchstserie 3 sagt das aus. Ja. Ne, das ist ein bisschen wenig, aber es ist auf jeden Fall steigerungsfähig und ich werde in der nächsten Partie mein Bestes geben. Man hat auch gesehen, wie gesagt, der Tisch hat sehr gerutscht, was die Fee betrifft. Am Anfang ja, später nicht mehr so. Man wusste halt nicht, wann macht er was und dann ist man immer so mit sich am Hadern. Man hat dann öfter mal einen Zweifel oder mal Befürchtung, dass das nicht so passt, wie man sich das denkt. Und dann ändert man was und mal ändert man es richtig, mal macht man es falsch. Das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich die Serie nicht so richtig hinkriege. Ich bin dann eher damit beschäftigt, die Punkte zu machen, anstatt das zu kontrollieren, die Positionen und sowas. Aber ich glaube, das geht allen Leuten in der ersten Partie so. Waren Sie aufgeregt vor dem ersten Spiel hier in Viersen? Relativ wenig. Also eine Grundnervosität habe ich immer. Aber ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich hier die ersten Male gespielt habe, dass ich da wirklich, dass das Herz fast aus der Brust gesprungen ist. Und das war dieses Mal nicht mehr so. Ne? Okay. Hatten Sie Angst zu verlieren oder war Ihnen von Anfang an klar, ich gewinne, ich mache das Match, ja, ich hole es? Aufgrund der Gruppenlosung, die wir haben, war es schon sehr wichtig, dass wir eigentlich gewinnen. Und das baute natürlich auch einen Druck auf. Insgesamt bin ich aber, glaube ich, recht gut damit umgegangen. Okay. Was haben Sie von Ihrem Partner Martin Horn gehalten? Hat er solide für sich gespielt? Nee, der hat ähnliche Schwierigkeiten gehabt wie ich. Kam nicht richtig in die Partie rein, konnte sich schwer auf das Material einstellen, was ich so im Augenwinkel verfolgt habe. Hat dann aber das bessere Ende gefunden, hat dann seine Qualitäten gezeigt und deutlich gewonnen. Das konnte ich leider nicht. Okay, dann danken wir Ihnen für das kurze Interview. Sehr gerne. Hi Leute, ich bin wieder zurück, live aus Viersen. Hinter mir spielen die gerade wieder die Spiele. Unter anderem auch Spiele Martin Horn gegen Daniel Sanchez und Ronny gegen jemand anderen. Wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht noch, könnt ihr sie jetzt gerne noch reinschreiben. Vielleicht kann ich sie noch stellen. Zumindest ich werde danach die Spieler befragen oder zumindest dann den Ronny, weil die Partie werde ich jetzt für euch mitfilmen. Werdet ein, zwei Ausschnitte sehen und am Ende werde ich ihn befragen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.